Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück in LEGO City Undercover. Wir haben inzwischen schon 4 Verkleidungen, letztes Mal den Bergarbeiter zu bekommen, sehr geil. Und haben uns hier als Superbau, die Gondel geholt. Oh, ein Regenbogen, schön. Pass mal auf! Das nimmt wohl kein gutes Ende, oder? Oh, verdammt, ey. Oh! Oh! Oh ja. Das sollte ihn aufhalten. Ach komm, verdammt, ich hab... Beine dran, Arme dran, Kopf dran. Immerhin bin ich noch in einem Stück. Oh Mann, ey, wir haben das Ding letztes Mal für viel Geld aufgebaut. Das waren mehrere Tausend, die wir gezahlt haben. Was? Ach, das Wasser ist giftig, deswegen ist der Typ gestorben. Im letzten Part haben wir so einen Kampf gehabt. Und da habe ich auch den Typen umgebracht. Oh, Dynamit. Nein. Das ging daneben zum Glück. Okay. Hier wirft noch mehr, oder? Schurken. Stinker muss in der Nähe sein. Ja, das ist Stinktier. Ja, genau, wir sind auf einem... Man könnte sagen, einer Zeuge oder... Genau, der Zeuge. Wir suchen den Zeugen von einem Überfall... Oh, bei dem anscheinend Rex Fury beteiligt gewesen war. Irgendwie. Und die Typen, die Dinge tun einen Instant killen. Okay, ich warte erstmal. Jetzt hat. Okay, dann aber schnell hoch. Und, nein. Warum hält er sich nicht mehr fest? Okay. Vorhin hat er sich immer noch festgehalten, wenn er gesprungen ist. Schade, dass er das jetzt nicht mehr macht. Okay, jetzt macht es auf einmal wieder. Auch gut. Aber jetzt hat, komm. Du hast genug Scheiße gemacht, Mann. Was machst du da? Okay, ach so, der war hinter dem Ding gestanden, deswegen konnte ich ihn nicht greifen. Ach so. Zack, dann machen wir dafür deine ganzen Sachen kaputt, oder? Klingt fair. Okay, auch wenn die Steine wahrscheinlich nicht dir gehört haben. Warum rede ich mit einer Lego-Figur? Frage über Fragen. Hier ist auch nichts. Komisch, ich möchte echt mal schauen, dass... Wie gesagt, manchmal sind so Sammlerobjekte oder sowas da drinnen. Oh, da kommen wir auch von der Seite natürlich nicht durch. Müssen wir schon hier lang gehen. Kommen wir denn da hoch? Achso, da brauchen wir schon unseren Greifhaken, den zum Glück die Polizei hat. Ah, okay, das schaut aber aus, als wäre... oh Gott, da ist ein... Das sind so... Boah, wie heißen die Dinger? Fleischwolf? Ich kenn's nur unter dem Namen Fleischwolf. Können wir hier das Ding denn ausschalten? Nicht? Aber kaputt machen, oder? Wenigstens kaputt machen? Auch nicht! The fuck? Okay, das ist komisch. Ich dachte, mit dem Schalter können wir hier uns wenigstens ein bisschen was einfacher machen. Aber nö, da müssen wir wohl so durch. Dann wieder Polizei, ja. Und drauf da. Ich finde es echt cool, die einzelnen Items. Wäre es eine gute Idee, nicht in diesen Zerkleinerer zu stürzen, Chase? Ja, das würde ich ihm ehrlich gesagt auch empfehlen. Aber mal schauen, ob er auf mich hört. Na, schnell drauf. Oh, okay, das war knapp. Die Dinger machen bestimmt auch böse Schaden, da möchte ich erst eigentlich, möchte ich das gar nicht ausprobieren. Okay, bis jetzt sind wir hier eigentlich recht sicher unterwegs, oder? Keine versteckten Sachen oder so. Nee, bis jetzt ist ja eigentlich gar nichts in dem Zeug, was sie kaputt machen. Schade, da hätten sie ein bisschen mehr verstecken können. Okay, da ist genug versteckt, ich brauche mich nicht beschweren. Oh, da ist wieder ein Typ. Dann los, Mann! Zack, schön die Beine weggezogen. Aber jetzt erstmal die da killen. Und danach jeden einzelnen festnehmen. So, packen wir den ja noch. Rot, aber wir haben es gerade noch geschafft. Noch 2 Striche wären frei gewesen. Oder einer. Okay, das können wir was bauen, jawohl. Wenn es blau leuchtet, heißt das Time was. Time, ja, Zeit was zu bauen. Können wir als Bergarbeiter nichts bauen? Hä? Okay, jetzt geht's. Wir waren schon an der falschen Stelle gestanden oder so. Aber gut, machen wir jetzt wieder einen. Ach, einen Dynamit-Automaten. Das ist praktisch. Denn da ist, glaube ich, da jemand auf der Mitte. Oder? Ne, da ist gar niemand drinnen. Egal, wir sprengen es trotzdem in die Luft. Schließlich sind wir Bad Boys hier. In Lego City. Ich finde das echt geil, ey. Jedes dieser Items fühlt sich immer an wie so ein, also wie ein neues Item. In zum Beispiel Zelda oder so. Und es wird wirklich oft benutzt. Und ach komm, ich war doch weit genug weg. Ach verdammt, okay. Ich hätte wetten können, wir sind weit genug weg, aber hat nicht gereicht. Gut, bevor wir weitermachen, möchte ich erstmal den letzten Vogel hier befreien. Falsche Verkleidung, so. Dann haben wir schon mal alle Vögel.
Also in dem Abschnitt hier. Zum ersten Mal, dass wir alle solche Dinge gefunden haben, glaube ich. Oder nein, ich glaube im allerersten haben wir auch alle Fahnen aktiviert oder irgendwie sowas war da. Glaube ich auf jeden Fall, dass wir es gemacht haben. Aber kann auch sein, dass ich es völlig verpennt habe. Okay, da oben ist auch noch was. Wie gesagt, wir machen uns da wahrscheinlich eine Sprungplattform und bevor ich die aktiviere, gehe ich erstmal da hoch. Komme aber nicht da hoch, deswegen muss ich die wohl doch bauen. Okay. Ja doch, der Bergarbeiter kann auch Sachen bauen. Anscheinend war ich gerade einfach falsch gestanden oder so. Zack. Okay, die schießen uns irgendwie dahinter, aber ich möchte eigentlich da rein. Schade, da wäre... Was, diese Fähigkeit ist versperrt. Achso, das da unten. Ja, dann müssten wir wahrscheinlich die Fähigkeit hier haben. Na gut. Ach, wir schießen uns eh nach oben, Matrix-Style. Oh yeah. Ich finde das immer wieder geil. Okay, schade, aber auch das, dieses Level scheint gleich zu Ende zu sein. Weil die Leiste neigt sich auch da oben schon dem Ende zu. Ja, das weiß ich auch. Er kann aber eigentlich nicht weit sein. Ah, jetzt komme ich in das Haus da rein, oder? Ach so, okay. Na dann hatte ich ja den richtigen Instinkt. Ist aber nur die Frage, wo geht's denn dann weiter, wenn wir das hier aufgebaut haben? Vielleicht kriegen wir auch irgendeinen Hinweis zu Stinker, das wäre natürlich auch was. So, erstmal den Safe knacken. Oh, ein Aufnahmegerät. Vielleicht ist darauf ein Hinweis zu finden. Fletcher Logbuch 3011. Ich wurde... Hä? Wer ist da? Auf ihn! Ich versteck das Aufnahmegerät, Boss. Sie haben Stinker. Aber vielleicht kann ich sie noch einholen. Lange nicht gesehen, McCain. Rex Fury! Suchst du jemanden? Hinter dir! Wow. Lass den. Er kann sowieso nichts machen. Mein Kontakt hat jemanden, der uns einen nagelneuen LKW besorgt. Ein Geschenk der Lego City Polizei. Oh. Hey. Das geht auch los. Hat mich ein Eiscremewagen gerammt? Könnte man meinen, aber nein. Du hast was auf die Mütze gekriegt. Gut, dass Dunby mich hergeschickt hat. Duke. Oh. Ich habe nach einem Bergmann gesucht. Aber Rex war schneller. Versuch nicht zu sprechen. Natalia, du bist meinetwegen hier? Nein, er ist okay. Aber wieso dann? Ich war in der Gegend. Ihr Paar wird vermisst. Was? Keine Sorge, Natalia. Ich finde ihn. Ich finde ihn. Ohne dich. Ich hätte niemals gegen Rex Fury aussagen sollen. Wenn Rex ihren Paar hat und du ihn wirklich retten willst, dann solltest du erstmal lernen, dich zu verteidigen. Besuch mal diesen Typen. Er kann Kung Fu. Ah. Na dann, erstmal Level abgeschlossen. Kriegen wir unsere ganzen Belohnungen. Und das sehen, was wir nicht gemacht haben. Wie zum Beispiel hier zwei dieser Teile, aber auch oben auch immer. Natürlich, die Figur haben wir im vorletzten Part gesammelt und... Ein, zwei goldene Steine müssten, glaube ich, drin sein. Level up. Okay, eins noch. Na gut, dann setzen wir mal die Story fort, würde ich sagen. Na, mit oder ohne Ladezeiten? Na, schaut nach mit aus. Okay. Schade. Kapitel 4, wenn es hart auf hart kommt. Ja, ihr könnt ja auch lesen, aber wenn man es vorliest, ist es cooler. Hey Chase, was hast du in der Mine herausgefunden? Dass ich kein guter Kämpfer bin. Bitte? Rex war dort. Er hat sich Stinker vor mir geschnappt und mich dann noch K.O. geschlagen. Puh, und was willst du jetzt machen? Schnurstracks zum örtlichen Dojo gehen und trainieren, damit ihm das nicht noch einmal gelingt. Okay, ich rufe Frank dann nochmal an. Hat bestimmt sein Telefon verloren.
Wisst ihr, ich finde das immer so geil, dass das hier eins zu eins die Dinge sind, wo man halt auch zu Hause im Lego-Baukasten oder, ja, was heißt Baukasten, in der Lego-Kiste halt rumliegen hat. Hier die gleichen Bäume, ja, das Gras und diese Baumstämme, da ist mir gerade irgendwie aufgefallen. Die habe ich ja schon vor, oder meine Brüder haben die auch schon vor 10 Jahren oder so gehabt. Ja, ziemlich krass. Okay, jetzt machen wir uns aber dann mal auf zum Dojo, würde ich sagen. Nachdem wir hier was gefunden haben, was denn das? Nochmal eine Sprungplattform? Das ist die gleiche, oder? Ja, aber irgendwas können wir hier in die Luft sprengen. Und wie gesagt, im Lego City gibt es sicher eine Menge zu entdecken. Und da möchten wir auch mal was. Wie kann sich denn in der Stadt... Ah, okay. Grüner Pfeil. Da hinten. Ah, da bekommen wir, glaube ich, sogar eine neue Figur. Wenn das ist, was ich gesehen habe. Okay, nee, das ist ganz anderes. Oh, aber die ist auch verdammt weit weg, sehe ich gerade. Kommt das bald oder müssen wir da noch weiterlaufen? Schaut nach weit aus. Hör, wo gehen wir denn hin? Oh, ein Superbaustein. Den nehme ich doch gerne. Zack, ja. Oh, da oben ist ein Zehntausender. Den schnappen wir uns doch erstmal. Da ist nochmal einer. What the fuck, ey, was gibt's hier alles für Zeug? Da können wir rein. Okay, ich muss jetzt aber das Dynamit behalten. Da, ey, das Zeug liegt hier einfach rum und muss sich einfach nur umschauen. Das ist so Hammer. Ah, da können wir auch noch was bauen. Sehr schön, wir haben nicht sehr viele Bausteine. Ach so, das führt mich zum Dojo. Ich dachte, das führt mich zum... zu dem Dynamit. Alter, hier kann man ja echt viel bauen. Was ist das hier? Rufsäule 8000. Ja, 8000. Komm, die holen wir uns. Na dann können wir jetzt hier nämlich gleich ein paar Autos holen. Spätestens wenn der nächste Auftrag zu Ende ist, würde uns das sehr helfen, wieder zurückzukommen. Ah, wir kriegen auch ein neues Auto. Sehr schön. Und einen goldenen Stein. Ich weiß nicht, ob die goldenen Steine auch so rumliegen. Aber okay, das... Vielleicht finde ich ja mal irgendwann einen. Auch noch ein Tausender. Nochmal eins rüber. Ey, hier ist so viel Zeug. Das ist... Stuntrampe 10.000. Ja, bitte. Oh, ja, die benutzen wir doch gleich, oder? Wir haben eine Rufsäule zum Autos holen und eine Stuntrampe. War's die zu? Achso. Okay, jetzt halt nicht mehr. Gut. 4 von 160. Geil. Und Duke Huckleberry, okay. Goldener Stein. Jawohl, ey, wir kriegen hier richtig viel Zeug langsam. Okay, ich schau mich mal um, ob da noch irgendwo ein bisschen was rumliegt. So, Scanner aktivieren. Auf Anhieb sehe ich jetzt hier gar nichts. Okay, auch gut. Oh, jetzt ist mein Dynamit wahrscheinlich dann weg, oder? Okay, wenn das so lange dauert, so lange wie ich hier rumlaufe, weiß ich eh nicht. Wisst was, ich möchte mal kurz dahinter, da konnte man eine Tür aufbrechen. Und, ey, der Typ fährt mich einfach zusammen. Aber dann, ich darf nicht vergessen, wir müssen die Stuntrampe noch ausprobieren. Oh, Moment, und bei dem Bergwerk konnten wir auch noch einiges jetzt aufbrechen. Boah, können wir jetzt wieder so viel Neues machen? Das ist so geil. Aber bloß... Oh, nochmal 10... Alter, da liegen halt einfach mal 20.000 Steine rum. So. Okay, gut. Haben wir wieder 32. Das hat sich ja gelohnt, hier hinzugehen. Wisst ihr was? Wir halten jetzt einfach mal einen Wagen an, wenn hier ein cooler Sportwagen dazu kommt. Ja, natürlich kommt jetzt gar nichts, wenn ich sag. Na, mit dem fahre ich nicht. Auf jeden Fall mindestens mit dem Polizeiauto, weil die haben Nitro. Hier... Ah ja, genau. Okay, dann muss ich kurz aufs Gamepad schauen. Was haben wir denn da gerade bekommen? Ich dachte, wir haben den Wagen freigeschaltet. War doch irgendwo mal gestanden. Nö. Der meckert nur. Wir haben immer noch nur unser Notfallauto. Nee, komisch. Na dann. Muss ich wohl ein Polizeiauto nehmen. Auch gut. Squatty heißt das Ding. Ja, damit und ich glaube, wir nehmen jetzt wieder in Grün. Ja, Grün ist meine Lieblingsfarbe. Hier, okay. Ich weiß, das ist gerade nicht so interessant zum Zugucken, aber jetzt geht's auch schon wieder auf dem Fernseher weiter. Jawohl, schön abgelassen. Und dann müssen wir hier... Ach, mit X kommt man rein. Oh, jetzt schon lange nicht mehr Auto gefahren. Wo war denn nochmal das Nitro? Aber den Ding da vorne würde ich auch gerne fahren. Ich dachte, das hätten wir eigentlich schon freigeschaltet. Okay, wisst ihr was? Wir stellen uns jetzt erstmal auf. Boah, ey, ob wir da schnell genug sind, weiß ich ja auch nicht.
Hier erstmal so weit nach hinten wie es geht. Oh, da ist sogar eine Straße. Praktisch. Ah, okay, und jetzt einfach Vollgas. Und Nitro. Jawohl, ja. What the fuck? Als Räuber im Polizeiauto. Boah. Okay, die Stuntrampe war es wert. Allein wegen dieser geilen Szene. Ach, und hier ist ein Polizeiwagen. Ah, da kommen wir jetzt wahrscheinlich auch an die Figur, oder? Können wir das aufbrechen? Ne, da kommen wir noch nicht rein. Schade. Kommen wir da hoch? Da ist sogar ein Aussichtspunkt. Ist was? Schauen wir uns einfach mal um. Ah, hier haben wir unsere Kanone bekommen. Kommen wir da rein? Ach, da brauche ich den Schlüssel. Okay. Gut, doch nicht. Schade. Na dann nochmal zu unserem Auto. Ja, ich weiß. Ich möchte mir mal alles anschauen. Ja, wir machen schon noch früh genug mit der Story weiter. Ich weiß nicht, ihr könnt mir mal sagen, ob ich mich auch immer wieder mal umschauen will hier, weil ich möchte natürlich auch möglichst viel vom Spiel zeigen. Ist ja auch ein geiles Spiel, muss man da ja machen. Aber andererseits möchte ich euch natürlich auch nicht langweilen. Ach, was fahre ich denn zusammen? Wisst ihr was, ich stelle jetzt einfach mal hier ab und laufe den Rest. Weil da hinten kommen wir irgendwie nicht so wirklich hin mit dem Auto. Wo war denn das? Da? Ja, hier müsste es sein, genau. Da kommen wir als Bauarbeiter gut hin. Können wir eigentlich sogar da rein? Ich glaube. Ja, aber da ist jetzt eh nichts für uns. Da kommen wir nicht hin. Aber da oben kommen wir jetzt lang. Genau, jetzt können wir die Steine kaputt schlagen. Deswegen wollte ich eigentlich hier schnell hochrennen. Huch, what the fuck? Wie sollen wir denn da hochkommen? Hä? Achso, wir können da drauf, okay. Dachte ich schon. Und ja, die Rutschanimation ist hier mehr als komisch. Vor allem ein bisschen buggy, wie man sieht. Ich rutsche gerade in der Luft. Nein, nicht normal. So. Okay. Gut, aber bei so einem großen Spiel ist das noch verzeihlich. Hä, warum? Ach, das sind Silbersteine. Ach so, jetzt sehe ich es erst. Oh. Also hier brauche ich Dynamit. Ah, aber da komme ich auch so hin. Oh. Komme ich da noch hoch? Ja, komme ich. Okay, gut. Denn hier können wir uns was aufbauen. Zack, eine Leiter. Gibt's ja einiges an Wegen. Okay, das ist eine komische Rutschanimation. Aber wie kommen wir denn da hin jetzt? Jetzt, wo wir uns die Plattform kaputt gemacht haben. Ah, da fehlt uns noch ein Item, oder? Schaut fast so aus. Oder? Ah, allein mit, wenn wir noch eine Fähigkeit haben, kommen wir noch weiter hin. Jetzt erstmal noch nicht, aber das ist nicht weiter schlimm, weil da oben ist ja noch mehr Zeug. Boah, hier gibt es so viel zu entdecken, das ist echt unglaublich. Und nochmal ein Stein. Und da könnten wir wahrscheinlich noch irgendeine Fähigkeit gut nutzen, aber ja, haben wir leider noch nicht. Na gut, müssen wir wohl nochmal zu dem Automaten. Wo ist denn der Automat? Da hinten. Ja, da haben wir ein bisschen Laufarbeit. Wieder müssen wir einfach mit dem Dynamit die ganzen Türen und sowas aufsprengen, damit wir überall hin können. Oh, da kriegen wir auch nochmal einen Automaten, sehe ich ja gerade. Ah, da freue ich mich ja schon auf die neuen Fähigkeiten. Ach ja, by the way, was ist denn das da hinten? Ist da was bei dem Haus? Ach, da glitzert ja sogar was, ja. Okay, ich sehe da jetzt gerade aber nichts auf dem Scanner. Oder? Ach so, doch. Okay, ich habe nur falsch geschaut. Ja, so. Ich weiß nicht genau, ob das überhaupt das Richtige war, was ich mir angeschaut habe, aber ich glaube, einfach mal dahin. Ah, da kommen wir aber noch nicht hin. Nee, da müssen wir erst Elektriker sein. Das habe ich, glaube ich, schon mal im letzten Mal angeschaut. Okay, sorry. Was blinkt denn jetzt? Ja, ich komme schon bald. Und ich frage mich jetzt nur... Ah, genau, das zeigt uns jetzt an, wo wir hin können. Da was wir in die Luft sprengen können, war nicht. Na dann, diesmal gehe ich ein bisschen weiter weg, dass wir nicht nochmal drauf gehen. Ah, da kriegen wir einen roten Stein, von dem ich nicht weiß, was das sind. Date Scan Upgrade. Ah, genau, man kann hier irgendwie unter Optionen Extras. Hier kann man Cheats eingeben. Da kann man irgendwelche Sachen kaufen. Klingelton Rülpser zum Kaufen verfügbar. Ich weiß nur nicht, wie man sie kaufen kann. Ich kann hier nur so Musik machen. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich es machen soll. Aber okay. Boah, da müssen wir uns einige Male Dynamit holen, weil da waren nochmal zwei Sachen, die wir sprengen konnten und mitnehmen sollte ich es mir vielleicht. Oder da oben war das, glaube ich. Ja, genau, das silberne Steine können wir dann hochjagen. Ich hoffe, da ist ja noch was Gescheites drinnen. So, jawoll. Oh, jetzt weg hier. Schneller, Mann. Oh, jetzt habe ich nicht gesehen, schade. Okay, hier war aber... Oh, doch, hier war was. Und zwar 10.000 Steine.
Ja, die nehme ich immer gerne. Aber da findet man doch eine ganze Menge, muss ich sagen. Am Anfang waren wir echt knapp immer und konnten schon einige Superbauten nicht machen. Aber jetzt haben wir ja richtig Geld. Hier außerhalb der Stadt findet man einiges an Zeug. Also der Wald und das Bergzeug hier ist mir echt sympathisch. Okay, dann würde ich sagen, oh, gehen wir hier vorsichtig rüber. Schließlich laufen wir ja mit Dynamit rum. So, bitte rauf. Na, komm. Jawohl. Das ist immer ein bisschen knifflig hier, das Klettern. Okay, dann müssen wir die schöne... Achso, das ist er. Okay, na dann natürlich nicht. Da hat eine Statue und das ist eine Disco-Kugel, aber dabei ist das Rex Fury und mit der Weltkugel. Ach, das ist... Das gibt Erfolge, wenn man diese Statue zerstört. Oder was heißt Erfolge? Irgendwelche Sachen kann man damit bekommen. Na dann ist es ja gut, dass wir diese Angebote machen. Wir müssen Rex Furys Denkmäler zerstören. Oh, und wartet mal da. Was war denn da oben? Auf diesem Hügelchen. Kommen wir wahrscheinlich nicht drauf. Aber nur gehen wir mal zu unserer Karre, würde ich sagen. Ich hoffe, die steht noch da. Wenn nein, wäre es irgendwie lame. Nee, sie steht nicht mehr da. Ah, schade. Das speichert immer nicht, wo die Autos stehen. Das ist... Das war schon mal so. Da bin ich mit dem Auto zur Mission reingefahren und dann war auf einmal mein Auto weg. Polizeiangelegenheit. Aber zum Glück können wir hier alles klauen, ganz legal. Deswegen macht das nichts. Okay, ich sehe gerade auf der Uhr, dass ich schon wieder eine ganze Menge gespielt habe. Man vergisst hier echt die Zeit, Leute. Sorry. Aber okay, wisst ihr was? Wir bauen das jetzt hier noch. Das bauen wir nächstes Mal. Okay. Nee, der Part ist schon lang genug. Wie viele haben wir dann? Oder wie viel brauchen wir dann? Wir brauchen 30.000. Ach du Kacke. Okay, zum Glück haben wir uns umgeschaut. Das muss man schon sagen. Dann werde ich den Part, in dem wir hier die Steine kaputt machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr solche Rumschau-Parts so findet. Habe ich ja bis jetzt noch nie gemacht, den ganzen Part nur rumschauen und halt mal erkunden oder so. Also mir gefällt's. Ich hoffe, dass es zum Anschauen das Video auch einigermaßen interessant. Ich weiß nicht, ich hoffe mal. Aber nächstes Mal geht's auf jeden Fall wieder mit Story weiter, wenn wir Karate lernen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und naja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde, und haut rein. Oder warte mal, wir hauen das noch kaputt und dann hauen wir rein. Jawohl! Oh, da ist ein... Da war noch 10.000, okay. Bis zum nächsten Mal, Leute.